Wunderschönen guten Tag, liebe Fußballfreunde, und willkommen zur Präsentation von meinem WM-Team, so wie ich es mir vorstellen würde, für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Das Video entsteht an dem Tag, an dem Yogi gerade erst vor ein paar Stunden seinen vorläufigen WM-Kader präsentiert hat, und genau auf Basis dieses vorläufigen WM-Kaders werde ich hier meine Mannschaft zusammenstellen. Ein, zwei kleine Worte vorweg: Die Aufstellung, die ich hier gewählt habe, ist leider aus der Not geboren, denn die ich persönlich eigentlich bevorzugen würde, die ist leider in der Form nicht verfügbar. Stellt euch am besten den rechten Stürmer leicht hängend vor, hinter der Spitze, so leicht nach rechts versetzt. Das wäre so meine favorisierte Vorstellung. Also einfach den rechten Stürmer ein bisschen weiter nach unten vorstellen, leicht nach rechts versetzt. Und dann passt das. Eine zweite Sache: Ich werde jetzt hier erstmal ganz einfach das Team zusammensetzen. Und wer da jetzt alles wissen will, was ich zu diesen Spielern zu sagen habe, denn es gibt einen Punkt, den will ich ganz am Ende nochmal ansprechen. Bitte, bevor ihr irgendwelchen Unsinn schreibt, erstmal das Video zu Ende gucken, denn es gibt halt ein Thema, das will ich ansprechen, aber erst ganz am Ende des Videos. Erstmal stellen wir die Mannschaft zusammen und wir fangen natürlich an mit dem Torwart. Die Torwartfrage dürfte sich eigentlich überhaupt nicht großartig stellen. Manuel Neuer ist eigentlich gesetzt als Stammtorhüter, vor allem als Kapitän. Auch wenn jetzt aktuell sein Gesundheitsstatus noch nicht so ganz klar ist und es noch so ein bisschen fraglich ist. Ich glaube, auf den Manuel Neuer kannst du da hinten drin nicht verzichten. Das geht im Grunde einfach nicht. Ist er nicht umsonst der beste Torhüter der Welt. Von daher Manuel Neuer ganz klar als Nummer 1 gesetzt. Zweiter Torhüter dürfte eigentlich auch relativ eindeutig sein. Marc-André Ter Stegen, mit Barcelona Meister geworden, ist für mich von den Fähigkeiten auf einem ähnlichen Level wie Manuel Neuer. Allerdings schätze ich bei Neuer eine ganz besondere Stärke als etwas besser ausgeprägt ein als bei Ter Stegen, und das ist eben die Präsenz auf dem Platz. In der Form, wie man es zum Beispiel im WM-Finale 2014 gesehen hat, wenn der Stürmer völlig alleine auf ihn zuläuft. Neuer stellt sich einfach hin und schüchtert den Stürmer schon allein dadurch ein, durch diese Präsenz, durch das Auftreten und eben dieses Selbstsichere einfach hinstellen und zeigen, ich bin da. Ich glaube, das ist bei Manuel Neuer ein bisschen besser ausgeprägt als bei Ter Stegen, und deswegen Ter Stegen hier nur in Anführungsstrichen auf der Bank. Torhüter Nummer 3 wäre dann Kevin Trapp. Der hat mich in der Saison mit dem, was er gezeigt hat, am ehesten überzeugt. Bernd Leno war jetzt nicht so überzeugend für mich wie Kevin Trapp, deswegen auf jeden Fall Kevin Trapp hier. Ist natürlich mit Paris auch nach einer fantastischen Saison Meister geworden. War nicht ganz fehlerfrei, muss man auch sagen. Den einen oder anderen Bock hat er geschossen. Aber insgesamt ist es von der Leistung her noch absolut ausreichend, um hier zumindest als dritter Torhüter mitzufahren. Weiter geht es mit den Innenverteidigern, und da steht natürlich eigentlich schon fest, Mats Hummels, so ein bisschen als der Chef da hinten drin, als der, der das Ganze so ein bisschen ordnet, sortiert, hinten für Übersicht sorgt und vor allem von hinten raus für Ruhe sorgt. Da gibt es, glaube ich, derzeit in Deutschland und vielleicht sogar auf der Welt kaum einen besseren als Mats Hummels. Deswegen stellt sich da auch gar nicht die Frage, ob oder ob nicht. Mats ist auf jeden Fall dabei. Eigentlich auch keine Frage, Jerome Boateng als zweiter gesetzter Innenverteidiger stellt sich eigentlich auch nicht. Da ist zwar auch noch so ein bisschen wackelig, wie es mit seinem Gesundheitszustand aussieht, aber ich glaube, der wird rechtzeitig zur WM fit werden, und von daher brauchen wir uns da eigentlich auch keine Sorgen machen, dass Boateng auf jeden Fall mitkommen wird. Der ist da hinten einfach auch durch seine massige Spielweise auch eigentlich unerlässlich. Der kann auch mal den Körper reinstellen, der kann auch mal ein bisschen drängeln. Deswegen auf jeden Fall Jerome Boateng, der, den wir alle als Nachbar wollen, auf jeden Fall gesetzt als zweiter Mann für die Innenverteidigung. Die rechte Außenverteidigung steht eigentlich auch schon fest mit Joshua Kimmich. Ich glaube, derzeit gibt es nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, glaube ich, keinen wirklich besseren Außenverteidiger für die rechte Seite als eben Joshua Kimmich. Nicht nur, was sein Defensivspiel angeht, auch das Einschalten in die Offensive, vor allem seine gefährlichen Flanken und auch immer wieder diese ganz kurzen Vorstöße in den Strafraum, die dann auch für eine Torgefahr sorgen, die nicht unerheblich ist. Ich glaube, da kannst du auf der rechten Seite auf einen Joshua Kimmich eigentlich auch nicht mehr verzichten. Auf der linken Verteidigerposition sehe ich unser erstes kleineres Problem in Anführungsstrichen, denn wir haben in Deutschland
keinen wirklich so starken Linksaußenverteidiger, dass man sagen kann, der kann zum Beispiel mit dem Joshua Kimmich mithalten. Da sehe ich so eine kleine Schwäche. Zwar müssen auch alle anderen Verteidiger die Außenverteidigerposition spielen können, aber einen Nominellen, der das wirklich von der Pike auf gelernt hat und für den das wirklich Alltag ist, haben wir leider nicht ganz auf dem Niveau, wie es vielleicht nötig wäre. Allerdings, Marvin Plattenhardt sehe ich dort als die beste Alternative, die wir momentan in Deutschland haben. Deswegen ist für mich auf der linken Außenverteidiger vielleicht auch so ein kleines bisschen aus der Not geboren, Marvin Plattenhardt gesetzt. Erster Mann als Ersatzverteidiger wäre für mich auf jeden Fall in der Innenverteidigung oder generell in der Verteidigung Niklas Süle. Der hat zwar noch nicht so wirklich seinen Zenit erreicht, der Junge ist noch mitten in der Entwicklung, aber das Jahr bei Bayern hat gezeigt, dass er da hinten eine feste Größe sein kann, auch wenn er jetzt noch nicht 100% in der Stammelf angekommen sind. Als Ergänzungsspieler, als Ersatzspieler für die Innenverteidigung brauchst du einen Mann, der auch mal ein bisschen mit Kraft kommt. Der kann einen Gegner auch mal zart beiseite streicheln und so einen kannst du immer gebrauchen. Er mag jetzt vielleicht nicht der Beste am Ball sein, aber wenn es darum geht, einfach mal den Körper ins Spiel zu bringen, dann ist da hinten der Niklas Süle eigentlich schon fast unerlässlich, weil es nur wenige Spielertypen wie diesen gibt, der auch mal so zulangen kann, ohne dabei gleich unfair zu werden. Deswegen für mich einer der Ersatzverteidiger Niklas Süle. Als Ersatzkraft für die Abwehr Nummer 2 würde ich mir wünschen Jonathan Tah. Hat eine echt gute Saison hinter sich. Leverkusen hat überdurchschnittlich gut abgeschnitten, für mein Verständnis. Das hätte auch weitaus schlechter sein können. Von daher hat Jonathan Tah da auf jeden Fall gezeigt, dass er helfen kann. Er hat in der Saison für Leverkusen da hinten echt gute Arbeit geleistet und von daher hat er es sich auch verdient, zumal wir auch ähnlich wie Niklas Süle hier einen Spieler haben, der auch mal den Körper so ein bisschen einbringen kann und das wirst du einfach brauchen, wenn du gegen Mannschaften spielst, die das eben brauchen, die eben mit Kraft verteidigt werden müssen und es wird sicherlich passieren, ich denke da nur an die Mexikaner, bei denen man auch mal so ein bisschen den Körper reinstellen muss, das könnte sonst ein kleines bisschen eng werden und da kannst du so einen Spieler immer gebrauchen. Für mich auf jeden Fall auch wichtig für die Nationalmannschaft Jonas Hector. Der wird hier bei FIFA 18 zwar als zentral defensiver Mittelfeldspieler geführt, ist aber eigentlich gelernter Linksverteidiger, deswegen muss ich meine Aussage von vorhin so ein kleines bisschen korrigieren, dass wir in der Linksverteidigung halt kein Spitzenniveau haben. Mit Jonas Hector haben wir das. Deswegen ignoriert einfach die Aussage, die ich vorhin bei Marvin Plattenhardt getroffen habe. Auf jeden Fall aus zwei Gründen für mich Jonas Hector, aus zwei Blickwinkeln. Ein wichtiger Mann für die Nationalmannschaft. Zum einen hat er durch sein Bekenntnis zum FC Köln gezeigt, dass er auch in schlechten Zeiten wirklich hinter dem steht, was er tut und hinter dem Verein bzw. dem Team steht, für das er spielt und sich jetzt nicht irgendwie einfach nur darauf beruft, ey, ich will Bundesliga spielen, ich will Spitzenfußball spielen, sondern er zeigt einfach Vereinstreue, das sorgt für wahnsinnig viel Sympathie und das Zweite ist, dass er eben gerade dadurch auch innerhalb der Mannschaft für ein wahnsinnig gutes Gefühl sorgen kann und innerhalb der Mannschaft auch so ein bisschen vielleicht als der moralische Führer so ein kleines bisschen in den Vordergrund rücken kann. Und es würde ein Zeichen setzen dafür, dass man eben nicht primär bei einem Spitzenclub spielen muss und auch nicht primär bei der Bundesliga oder in der Bundesliga spielen muss, um Teil der Nationalmannschaft zu werden. Das wäre ein ganz gutes Zeichen, denn das gab es bisher, glaube ich, noch gar nicht, dass ein Zweitligaspieler wirklich bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft für die Nationalmannschaft aufgelaufen ist. Deswegen Jonas Hector für mich so ein bisschen der moralische Sieger, der es eindeutig verdient hätte, bei der WM dabei zu sein. Für unsere Nationalmannschaft eigentlich unerlässlich Sami Khedira, der erste Mann auf der Sechserposition. Wir spielen ja in der Regel immer mit einer Doppelsechs und da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Da muss Sami Khedira mit, der so ein bisschen den defensiveren Part auf der Sechserposition übernimmt, denn seine große Stärke, das sehe ich so, ist eben so ein bisschen die Rückwärtsbewegung, das Ordnen der Rückwärtsbewegung und dafür zu sorgen, dass das Ganze nach hinten hin einfach ein bisschen stabiler wird. Und deswegen glaube ich, Sami Khedira, da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Der Junge fährt mit zur WM. Bei Toni Kroos gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen. Der zweite Mann auf der Sechs, der Regisseur auf dem Platz, der so ein bisschen von der Sechserposition aus den offensiveren Part übernimmt und vor allem als Regisseur in der Vorwärtsbewegung durch seine genialen Pässe, durch seine Übersicht, vor allem durch die Ruhe, die er ausstrahlt,
überhaupt keine Frage, dass wir den Mann unbedingt brauchen werden. Ganz besonders, was das Umschalten von Defensive auf Offensive angeht, mit seinen genialen Pässen, mit seinen Ideen, mit seiner Übersicht. Da brauchen wir einfach einen Mann wie Toni Kroos. Und das ist einer von denen, für die beneidet uns natürlich auch die ganze Welt. Er spielt nicht umsonst bei Real Madrid und ist da ein absoluter Leistungsträger. Von daher, keine zweite Meinung akzeptiert. Toni Kroos fährt mit zur Weltmeisterschaft. Der linke Mittelfeldbereich bzw. der Übergang auch vom linken Mittelfeld in den linken Außensturm, was ich so mehr oder weniger als eine Position ansehen würde, da haben wir ein echtes Luxusproblem und da muss ich mich auch echt so ein bisschen entscheiden und ich entscheide mich hier in dem Fall auf jeden Fall erstmal für Marco Reus. Den würde ich mir tatsächlich in der Startaufstellung wünschen, weil er alleine durch seine Schnelligkeit, durch seine Ideen, vor allen Dingen durch dieses Gedankenschnelle und dieses etwas Freche, kann er über die linke Seite ordentlich für Wirbel sorgen, kann vielleicht so ein, zwei Leute mal auf sich ziehen, anderen Spielern Platz verschaffen und dann kommt einer seiner genialen Pässe und da wird ein Tor draus. Deswegen glaube ich, im linken Mittelfeld ist derzeit das Beste, was wir tatsächlich haben, Marco Reus. Auch wenn er ein kleines bisschen verletzungsanfällig ist. Er hat die letzten beiden Turniere alleine deswegen verpasst. Ich halte ihn eigentlich fast europaweit für einen der vielleicht 5 oder 6 Spieler, die in der Lage sind, auch nach langer Verletzungspause innerhalb kürzester Zeit wieder alte Leistungen erreichen zu können. Und deswegen, wir brauchen da einfach einen, der zäh ist und der mit guten Ideen, der mit vor allem schnellem Handeln dann tatsächlich auch mal die Situation kreieren kann, die dann letztendlich zum Tor führt. Deswegen meine Entscheidung im linken Mittelfeld, Marco Reus. Ein Linksfuß im rechten Mittelfeld ist ja eher moderner Fußball und das funktionierte bisher mit Mesut Özil auch immer ganz gut. Ich weiß, er wird hier gerade als Zentraloffensiver angezeigt, aber darauf gucke ich nicht ganz so. Aber weiter im Text. Mesut Özil hat zwar, das ist so mein Eindruck, so ein bisschen das Problem, dass die Ruhe, die er ausstrahlt, manchmal in eine gewisse Arroganz kippt und dass dadurch Nachlässigkeiten in sein Spiel reingeraten. Dann kommt mal ein wirklich mieser Pass oder eben ein völlig unnötiger Ballverlust. Das kann zu Problemen führen. Aber, jetzt kommt das große Aber, warum ich Mesut Özil als unglaublich wichtig für unsere Nationalmannschaft ansehe. Er ist einer der ganz, ganz, ganz wenigen Spieler auf der Welt, die vielleicht sogar bewusst 90 Minuten lang im Spiel überhaupt nicht stattfinden. Und dann hat er in der 91. Minute diesen einen kongenialen Moment und spielt diesen absolut fast schon künstlerisch anspruchsvollen Pass und entscheidet damit das Spiel oder dreht das Spiel. Davon gibt es auf der Welt auf diesem Niveau nur ganz, ganz wenige und genau so jemand ist Mesut Özil und für diesen Überraschungsmoment, für diesen einen genialen Moment musst du den Mesut Özil einfach mitnehmen. Und deswegen für mich auf rechts erstmal gesetzt Mesut Özil. Ihr erinnert euch vielleicht an das, was ich am Anfang des Videos gesagt habe, stellt euch den rechten Stürmer als leicht hängend und versetzt vor und den linken Stürmer demzufolge als einzige wirkliche Spitze. Und da sehe ich derzeit Timo Werner als wirklich, na was heißt den besten, die vernünftigste Wahl an, sagen wir es mal so. Denn da vorne so einen Wühler drin zu haben, der einfach auch mal Abwehrspieler beschäftigen kann und damit Platz für andere schaffen kann, so einen brauchst du. Noch dazu ist Timo Werner einer von denen, die kannst du bei einem abgefangenen Ball auch einfach mal pauschal schicken. Einfach das Ding nach vorne pölen und der Junge rennt da hinterher wie ein Windhund und kann dadurch den Gegner auch mal richtig eiskalt überraschen. Und eine ganz besondere Fähigkeit, die ich sehr oft bei Timo Werner sehe, die ich aber ansonsten im Profifußball relativ selten sehe, ist das wirklich aggressive Angehen des gegnerischen Torhüters bei einem Rückpass. Das hat er beim Confed Cup zweimal gemacht. Einmal ist ein Tor draus geworden und einmal hat er eine brandgefährliche Situation erzeugt. Das sehe ich so in dieser Form nur sehr, sehr selten im Profifußball. Und so kannst du den Gegner wirklich mal wirklich eiskalt erwischen. Und so jemanden da vorne drin zu haben, ist immer Gold wert. Deswegen für mich Timo Werner eigentlich als der erste Stürmer in der Riege der Stürmer auf jeden Fall gesetzt. Als den zweiten Stürmer, den ich, wie bereits zweimal erwähnt, dann etwas hängender und versetzt sehe, hinter der Spitze, auf jeden Fall Thomas Müller. Obwohl er eigentlich einer von denen ist, die kannst du da vorne überall reinstellen. Der ist offensiv so flexibel, dass du im Grunde machen kannst mit dem, was du willst. Der macht überall seinen Job gut. Thomas Müller allein schon aufgrund der Tatsache, dass er so wahnsinnig unorthodox und unberechenbar ist, brauchst du so einen Mann. Einfach auch als Offensive Leader, würde ich ihn mal nennen, der da vorne in der Offensive
auch mal etwas unorthodoxere Sachen macht und den Gegner damit einfach auch überraschen kann und vielleicht nicht unbedingt selbst zum Abschluss kommt, aber dafür sorgt, dass vielleicht einer zum Abschluss kommt, der nachgerückt ist. Allein dieses völlig Unberechenbare ist bei Thomas Müller die größte Stärke, die er eigentlich hat und dadurch auch eine der größten Stärken, die wir in der Nationalmannschaft haben. Um so einen Spieler beneidet uns eigentlich auch die komplette Welt und deswegen Thomas Müller vorne auf jeden Fall. Wie gesagt, ich sehe ihn eher so ein bisschen hinter der Spitze, leicht versetzt. Auf jeden Fall gesetzt Thomas Müller. Da wir mit meiner gewünschten Startaufstellung soweit fertig sind, gucken wir uns die Bank mal ein bisschen an. Und da sitzt auf jeden Fall für mich Julian Brandt. Der hat auch in der Saison mit Leverkusen fantastische Leistungen abgeliefert und ist vor allem dort auf der linken Seite für Marco Reus eine wahnsinnig gute Ergänzung, ein wahnsinnig guter Ersatz. Vor allem, weil er in Ansätzen eine ähnliche Spielweise hat, aber eben auch Unterschiede aufweist, die einem Gegner auch noch mal ein bisschen Probleme bereiten kann, weil er sich erst darauf einstellen muss. Julian Brandt, seine ganz große Stärke sehe ich eben darin, aus dem Rücken überraschend vor dem Tor aufzutauchen und der Gegenspieler sieht ihn gar nicht kommen. Dieses überraschende Vorstoßen in den Strafraum über die linke Strafraumecke, das sehe ich als wahnsinnig gefährlich an bei Julian Brandt und dadurch kann er die ein oder andere Situation erzeugen, die dann vielleicht zu einem Tor führt, vielleicht sogar zu einem entscheidenden. Für mich auf jeden Fall auch mit dabei, Leroy Sané hat bei Man City eine fantastische Saison hinter sich, ist zum besten Nachwuchsspieler der Premier League gewählt worden. Das alleine sind schon Merkmale, mit denen man sich dann auch mal bewerben kann. Und da der Junge so wahnsinnig talentiert ist und noch lange nicht seinen Zenit erreicht hat und immer noch zu einer Steigerung fähig ist und vor allem, da er noch zu diesen hungrigen, jungen Wilden gehört, die, glaube ich, noch so richtig geil auf Titel sind und durch seine Schnelligkeit, seine Ideen vor allem auch, seine Pässe und vor allem auch die Art und Weise, wie er den Gegner so ein bisschen liest und das in seinem Alter, ist der Junge für die Nationalmannschaft unersetzlich, wenn du noch mal so ein bisschen was Frisches ins Spiel reinbringen willst. Deswegen für mich auf jeden Fall dabei Leroy Sané. Für den einen oder anderen kam es vielleicht generell ein bisschen überraschend mit Nils Petersen, aber ich persönlich würde Nils sogar mit zur Weltmeisterschaft nehmen. Der Junge hat absolut keine Erfahrung in der Nationalmannschaft und ich glaube, das kann eine große Stärke sein, vor allem, wenn man ihn als Joker bringt. Denn der Gegner hatte noch keine Möglichkeit, ihn im System der Nationalmannschaft in irgendeiner Form zu beobachten oder irgendwie einzuschätzen. Das kann den Gegner überraschen, es kann natürlich auch schief gehen, klar, keine Frage, aber man muss immer ein bisschen berücksichtigen, das ist so meine Denkweise bei so etwas überraschenden Nominierungen. Der Junge hat nur mit dem SC Freiburg 15 Tore diese Saison gespielt. Das heißt, er hat um sich rum Spielermaterial gehabt oder eben Leute, die ihn supportet haben, das vielleicht nicht schlecht ist, aber längst nicht auf dem Niveau von dem, was wir in der Nationalmannschaft haben. Und jetzt stellt euch mal vor, dass ein Stürmer, der nur in Anführungsstrichen beim SC Freiburg 15 Tore gemacht hat, jetzt in einem System spielt, wo er Spieler um sich rum hat, von einem Format von einem Toni Kroos oder einem Mesut Özil. Wenn die den Jungen richtig in Szene setzen, dann kann der vor allem als Joker richtig böse zustechen und deswegen glaube ich, dass Nils Petersen als Ersatzstürmer die beste Wahl ist, die wir treffen können. Wir sind mit der Startaufstellung und der Bank soweit fertig. Jetzt gucken wir mal, mit was wir das Ganze noch ergänzen können und damit fangen wir natürlich an mit Matthias Ginter als Ergänzungsverteidiger. Primär für die Innenverteidigung, falls man da mal ein bisschen schieben muss. Aber da Matthias Ginter auch Rechtsverteidigung spielen kann, glaube ich, ist es als möglicher Ersatz für Joshua Kimmich, falls der mal aus welchen Gründen auch immer ausfallen sollte, als absolut gesetzt und vor allem als unglaublich wichtig, damit du einen hast, der auch Rechtsverteidiger-Erfahrung hat, zumindest genug, um dort vielleicht adäquat ersetzen zu können. Deswegen für mich dabei Matthias Ginter. Ihr habt doch nicht echt gedacht, dass ich ohne Julian Draxler zur WM fahre. Ich habe doch keine Panne. Julian Draxler, genau wie Leroy Sané, eines der größten Talente, die wir haben. Julian ist zwar eigentlich so ein bisschen eher der linke Flügelflitzer, also eher so ein bisschen in die Stürmerrichtung, aber im linken Mittelfeld kann er genauso gut seinen Job machen. Für mich auch einer der besten Mittelfeldspieler, die wir nicht nur in Deutschland, sondern auf der Welt haben. Und noch dazu auch, wie Leroy Sané, noch längst nicht auf seinem Höhepunkt angekommen. Den Jungen brauchen wir einfach. Der hat trotz seines jungen Alters wahnsinnig gute Ideen. Der bringt wahnsinnig viel Kreativität ins Spiel mit ein und spielt eben auch, wie zum Beispiel ein Mesut Özil, diesen genialen Pass in der 90. Minute und kann damit ein Spiel entscheiden.
Auf jeden Fall sehe ich ihn auf einem Level mit Leroy Sané. Ich musste mich aber jetzt hier halt entscheiden, wen ich auf die Bank setze und wen ich in die Ergänzung setze. Deswegen Julian Draxler auf jeden Fall mit bei der Weltmeisterschaft dabei. Für mich auf jeden Fall auch mit dabei Ilkay Gündogan von Man City. In allererster Linie sehe ich ihn als Ersatzmann für Sami Khedira, denn Gündogans Stärke sehe ich auch eher so ein bisschen in der Rückwärtsbewegung und beim Absichern nach hinten, wenn der Gegner mal kommt. Aber er hat auch sehr gute Stärken im Aufbau nach vorn. Da kann er natürlich nicht mit einem Toni Kroos mithalten, aber da sehe ich ihn so ein bisschen, was diese Fähigkeiten angeht, zwischen den beiden. Er hat wahnsinnig gutes Defensivverhalten, vor allen Dingen in der Rückwärtsbewegung, kann aber auch nach vorne hin das Ganze aufbauen. Deswegen halte ich ihn für eine gute Alternative, in erster Linie für Sami Khedira, aber auch, wenn man Toni Kroos mal ein kleines bisschen weiter nach vorne zieht, aber trotzdem weiterhin ein bisschen Druck nach vorne bringen können möchte, Gündogan als eine gute Zwischenvariante zwischen Toni Kroos und Sami Khedira. Deswegen für mich auf jeden Fall dabei Gündogan. Für mich auf jeden Fall auch noch mit dabei Mario Gomez, auch wenn ich glaube, dass Mario seinen Zenit schon so ein bisschen überschritten hat. Mario Gomez ist dann wichtig, wenn du umstellen musst, wenn du vielleicht über hohe Bälle kommen musst, da ist ein Timo Werner vielleicht nicht ganz so geeignet. Da brauchst du einen, der ein bisschen hochgewachsen ist und der eigentlich so ein bisschen eher diese Knipser-Mentalität hat. Und da halte ich Mario Gomez aktuell für den einzigen, der eben diese Punkte noch in dem Maße erfüllen kann, dass du ihn da vorne reinstellen kannst, ihn mit Bällen füttern kannst und ihn einfach knipsen lassen kannst. Der kann das entscheidende Tor nochmal in der 89., 90. Minute machen, wenn du einfach auch auf hohe Bälle umstellen musst. Und deswegen auf jeden Fall für mich gesetzt, Mario Gomez. So, damit ist die Mannschaft fertig zusammengebaut. So würde ich mir unser WM-Team vorstellen. Und so glaube ich, dass wir realistische Chancen haben, die WM auch zu holen bzw. den Titel zu verteidigen. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Punkt, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, weswegen ihr bitte dranbleiben sollt, bevor ihr irgendwelches unsinniges Zeug schreibt. Denn es gab ja erst vor kurzem, ich nenne es mal diesen kleinen Ausrutscher von Ilkay Gündogan und Mesut Özil bezüglich Erdogan. Das war eine völlig grenzdämliche Aktion, da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten. Aber ich glaube, wenn ich die beiden jetzt aufgrund dieses politischen Themas rausschmeißen würde, würde ich genau das Gleiche machen, weswegen sie kritisiert worden sind, nämlich aufgrund eines politischen Ereignisses oder eines politisch relevanten Ereignisses das Sportliche zu sehr in den Hintergrund zu rücken. Ich glaube allerdings, dass man die Leute, die zur WM fahren, in allererster Linie aus sportlichen Gründen in die Nationalmannschaft holen sollte und da hat Mesut Özil und auch Ilkay Gündogan die Leistung gezeigt, die eine Nationalmannschaftsteilnahme rechtfertigen oder eine WM-Teilnahme rechtfertigen. Deswegen, für mich zählt das Sportliche in dem Fall, dass das Ganze politisch so ein bisschen fragwürdig war, beziehungsweise eigentlich sogar eher so ein bisschen darüber hinaus. Da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Das war eine dumme Aktion von beiden und deswegen will ich diese Sache jetzt hiermit auch abschließen. Für mich zählt das Sportliche und aus sportlicher Sicht haben die beiden auf jeden Fall die WM verdient und auch, weil wir ihre Fähigkeiten einfach brauchen. Damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Mehr will ich zu diesem Thema nicht sagen. Ich freue mich auf diese Weltmeisterschaft. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei, wenn es denn losgeht. Und ich wünsche mir natürlich auch viel Spaß dabei. Vielleicht werde ich das ein oder andere Video mit einer Prognose machen oder so. Spätestens in der Endrunde, so ab dem Viertelfinale, fange ich damit vielleicht an. Das weiß ich noch nicht. Ich habe noch eine andere Idee im Kopf, die ich vielleicht parallel machen will. Da weiß ich aber auch noch nicht, ob ich es mache oder nicht. Wenn ja, erfahrt ihr es. Wenn nein, nicht. Okay, damit war es das von mir. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Bis hoffentlich zum nächsten Video. Ich verabscheue mich.